Alexander, hallo. Heute in dem Video will ich euch mal zeigen, wie man mit dem Casio Gleichungen nach x auflöst. Das klingt jetzt wirklich total basic, aber ich habe mir auf gut Deutsch einen abgesucht im Internet und hatte nicht gut Bock drauf, mir irgendwelche extrem langen Videos reinzuziehen, wie man quadratische Gleichungen mit mehreren Unbekannten löst. Ja? Deswegen erstelle ich euch ein ganz einfaches Video, wie man eine ganz einfache Gleichung mit einer Unbekannten löst. Nehmen wir mal an, wir haben hier zum Beispiel 100. Ja? Jetzt kommt schon das Erste. Ihr müsst natürlich auch das rote Ist-Gleichzeichen mit dem Alpha hier hinten drücken. Ja? Na, da habt ihr schon Ist-Gleichzeichen draus gemacht. Nehmen wir mal an, wir haben auf der rechten Seite ein 10 stehen. Und wir haben das ganze Plus. Und jetzt müsst ihr die X oder Y oder auch M, was auch immer drücken. Ich nehme halt X, auch wieder Alpha hier oben. Und dann auf X. Ja. Jetzt kein Gleichheitszeichen drücken und nichts anderes, sondern auch kein Kalk drücken, sondern aufpassen. Ihr müsst jetzt Shift und Solve drücken. Lasst euch nicht wundern von dem, was hier oben jetzt da drin steht. Das ist ein Wert, der früher mal ausgerechnet worden ist. Ihr müsst auch da nichts verändern, nichts eingeben, egal was, sondern ihr drückt dann die Ist-Gleichzeichen. Es ist Gleichzeichen. So. Warum das so kompliziert ist, warum das auch im Handbuch nicht wirklich einfach erklärt ist, warum das irgendwo im Internet nicht einfach gefunden werden wird, angezeigt wird, erklärt wird, keine Ahnung, aber auf jeden Fall, so könnt ihr nicht nur ganz einfache, sondern auch extrem komplizierte Geschichten halt ausrechnen, wie zum Beispiel, nehmen wir das hier, das mal Beispiel, dann setzen wir mal einen Bruch rein. Ich habe jetzt leider nichts, was ich die Tage mal ausgerechnet habe, weil das ist nämlich schon weg. Ihr könnt auch hier, machen wir mal einen hübschen Bruch dazu, Bruch haben hier, genau, und dann haben wir auch mal die 10 x, dann nehmen wir da ein x rein. Echt gut. Dann wollen wir einfach ausrechnen, was das ist. Dann, wie gesagt, nicht X drücken, nicht das drücken, sondern erst Shift, dann Solve und dann das ignorieren und dann Gleichheitszeichen drücken und dann warten. Dann seht ihr, dann kommt was mit minus 1 raus. Okay? Habt ihr verstanden? Wie gesagt, Shift, also eingeben, Ist-Gleichzeichen, Shift und dann noch Solve. Der Wert, der rauskommt, ignorieren, das ist jetzt der Vorgängerwert, und dann auf Ist-Gleichheitszeichen drücken. Ist ein bisschen kompliziert, ich finde es auch nicht so cool, aber wenn ihr das mal ein bisschen verstanden habt, könnt ihr damit ziemlich schnell Umformungen machen und euch auch dann die Zeit richtig sparen. Also ich finde die Funktion halt ganz gut, aber es ist wirklich ziemlich versteckt. Ja. Achso, noch was zum Schluss. Ihr müsst in dem Menü Berechnungen drin sein. Das war's. Schönes kurzes Video, wie man eine Gleichung mit einem Casio-Taschenrechner nach X oder Y auflöst. Das war's. Ciao, ciao und bye.